Wir stehen hier vor unserer heutigen Herberge. Albergo de Peregrinos Santa Maria. Santa Marina, Entschuldigung. Santa Marina. Wir sind jetzt über 3 Wochen unterwegs und haben uns gedacht, es wird mal Zeit für ein kleines Ausrüstungsupdate. Denn wir waren einkaufen und zwar bereits in Bilbao. Hätten eigentlich also schon viel früher berichten können, sind allerdings bisher noch nicht dazugekommen. Und zwar in einem sehr großen Outdoor- oder Sport-, es war kein Outdoor, es war ein kompletter Sportbekleidungsladen. Also die hatten alles über Fahrrad, Golf, Tauchen, da kriegt man auf jeden Fall alles. Also wenn ihr irgendwas noch nicht habt, wenn man auf die Schnelle was braucht und wer über Bilbao kommt, dem kann ich nur empfehlen, in Bilbao dahin zu gehen. Ist ganz einfach zu finden und zwar ist es direkt neben dem Ikea. Also einfach mal nach Ikea fragen oder nach Ikea googeln. Da gibt es einen in Bilbao und direkt links davon ist dieser riesen Outdoor-Laden. Da haben wir uns noch ein paar Sachen besorgt. Und zwar? Als allererstes ein aufblasbares Kissen. Zwei, ich habe nämlich auch eins. Hat ein sehr kleines Packmaß. Genau. Und lässt sich einfach aufblasen. Und wir haben halt festgestellt, dass auf dem Campingplatz und auch in manchen Herbergen gibt es keine Kopfkissen. Oder sehr kleine. Also wer gerne mit dem Kopf etwas höher schläft, in vielen Herbergen. Aber es gibt teilweise gar keine Kissen oder in vielen Herbergen nur ein flaches kleines Kissen und das so ein selber aufblasbares Kissen, sehr praktisch und es nimmt halt fast keinen Platz weg, wiegt fast nichts, hat nicht mal 4 Euro gekostet, glaube ich, und es wäre auch als Sitzkissen ideal, als aufblasbares Sitzkissen, also wenn man kein Sitzkissen hat, dann ist zwar ein bisschen umständlicher, das jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, aufzupusten, aber es ist machbar. Was haben wir noch, was wir euch gar nicht gezeigt haben, was wir schon von Anfang an dabei haben, das sind diese kleinen von Meru, diese kleinen Karabiner, um Dinge am Rucksack zu befestigen. Und was wir jetzt daran befestigen, sind diese 2 Tassen. Die haben wir uns auch nachträglich besorgt. Das wird so ein bisschen lauter, LKW. Sag was zu den Tassen. Was haben wir damit schon alles gemacht? Ja, wir haben unser Müsli daraus gegessen. Wir haben uns eine Suppe gemacht. Man kann diverse Getränke daraus trinken. Wein. Heute in der Pause gab es Weißwein daraus. Radler haben wir uns schon selber gemacht damit. Wo es keinen Radler gab, haben wir Bier mit Limo gemischt. Also wird wirklich sehr oft verwendet. Spottpreis, ich weiß es nicht mal mehr. 1,99. Liegt fast nichts hinten am Rucksack dran. Super Sache. Und, was ich jetzt herbeizaubern wollte, eine leere Tasse. Tada! Eine Badehose. Ich empfehle eine Badehose, die man zusätzlich als Boxershorts bzw. als Unterwäsche tragen kann. Denn damit macht sie nicht so viel Mehrgewicht aus, wie quasi nur eine extra Badehose, die man mitschleppt. Gerade wenn man jetzt den Camino del Norte geht und öfters am Strand entlang läuft und es ist schön heiß draußen. Wie heute. Oh. Dann kann man einfach mal ins Meer gehen. Genau. Ansonsten, ja, ist natürlich eine Typsache. Also wer was zum Baden dabei haben möchte, für den, vielleicht hat er auch von Anfang an was eingepackt. Wie gesagt, es macht Sinn, was zu nehmen, was man auch als Unterwäsche anziehen kann. Und Jasmin hat auch ein Bikini, den haben wir jetzt nicht dabei. Und was wir uns noch besorgt haben, ist Sonnenspray. Creme zum Sprühen. Sonnencreme, yeah, zum Sprühen, genau. Gestaltet sich irgendwie besser und ist irgendwie einfacher zum Sprühen. Also finde ich besser als die kleine Tube, die wir am Anfang eingepackt haben. Haben wir auch immer an der Seite im Fach im Rucksack, also sobald die Sonne rauskommt, gleich was drauf. Ja. Und jetzt noch meine Frage an dich. Was ist dein Top-Artikel, den wir mitgenommen haben, auf den du nicht mehr verzichten wollen würdest? Also als Frau würde ich sagen, ich habe jetzt doch 2 Top-Artikel. Ein zweites Handtuch für die Haare. Haben wir auch besorgt neu. Haben wir vergessen. Haben genau, wir auch in Bilbao gekauft. Haben wir jetzt vergessen. Zweites Handtuch für die Jasmin. Denn beim Duschen ist es doch immer umständlich, wenn du dein Handtuch hast und nichts für die Haare. Und mein Haargummi. Ich habe nämlich jetzt schon an ein paar Tagen
Haargummi, Haargummi. Ein paar Tagen die Haare offen gelassen und hier an der Küste ist es teilweise doch sehr windig und ist dann auch ziemlich störend, wenn den ganzen Tag die Haare einem im Gesicht wehen. Deswegen mache ich mir immer einen Zopf. Also ohne Haargummi wäre nicht so schön. Genau. Und meine Top 2 Artikel sind die Kamera, denn sonst könnt ihr euch keine Videos machen. Und mein Sonnenschutz. Na, zugegebenermaßen, so schützt es noch nicht. Aber ich habe ja eben meine 2 Tücher. Einmal kann man es so hinten runterhängen lassen, dann hängt es auch über den Nacken. Sieht man auch, verbrennt sich auch hinten nicht den Hals, wenn die Sonne kommt. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, und sollten doch noch irgendwelche Sachen gekauft werden, weil wir doch feststellen, dass wir noch was brauchen. Wann gibt es ein Update Nummer 2? Genau. Viel Spaß auf eurem Camino. Wenn ihr Fragen habt, stellt uns Fragen. Und ansonsten bis zum nächsten Video.